Heute für euch die Geschichte des Hauselfen Dobby. Das und mehr jetzt in diesem Video. Eine besondere Figur in der Harry Potter-Reihe, die unsere Herzen alle berührt hat, war der freundliche und unschuldige Hauself Dobby. Er hat die Saga mit seinen humorvollen Bemerkungen sehr bereichert. Dobby half unserem Helden auf seiner Reise und zählt zu den loyalsten und aufrichtigsten Charakteren in der Saga. Leider wurden seine Auftritte in den Filmen seinem Charakter nicht wirklich gerecht. In den Büchern ist er weitaus präsenter. In diesem Video werde ich seinen gesamten Charakterverlauf über die gesamte Saga hinweg betrachten. Dobby wurde in die Sklaverei bei der Familie Malfoy hineingeboren, genauer gesagt bei Lucius, Narcissa und ihrem Sohn Draco Malfoy. Dobby ist ein Wesen, das als Hauself bekannt ist und für seine Loyalität geschätzt wird. Magische Kreaturen, die einer Familie ein Leben lang dienen müssen, sind die Hauselfen. Die meisten Familien, die sie haben, gehören zu den ältesten und wohlhabendsten Zaubererfamilien der Zaubererwelt. Die Magie der Hauselfen unterscheidet sich etwas von der der Zauberer, und sie sind sogar in der Lage, einige Dinge zu tun, die für Zauberer unmöglich sind. Ein Beispiel dafür ist, dass sie sich an Orte apparieren und verschwinden können, in denen Zauberer dies nicht können. Außerdem benötigen sie keine Zauberstäbe, um ihre Magie zu kanalisieren oder anzuwenden, im Gegensatz zu Zauberern, die immer noch auf Zauberstäbe angewiesen sind. Hauselfen bestrafen sich auch selbst physisch, wenn sie sich als ungehorsam gegenüber ihrem Meister betrachten. Das passiert insbesondere, wenn ihnen Kleidung geschenkt wird, was in den meisten Fällen für Hauselfen gleichbedeutend damit ist, dass sie freigelassen werden. Dies ist eine ziemlich tragische Angelegenheit, da die meisten von ihnen gerne dienen. Dobby hingegen war eine Ausnahme. Er ist ein äußerst seltener Elf gewesen, der es nicht schätzte, einem Meister zu dienen. Dies könnte daran liegen, dass er besonders von den Malfoys so grausam behandelt wurde, dass sie täglich Dobbys Leben bedrohten und ihn dazu zwangen, sich selbst zu bestrafen. Dobby muss sich ständig für etwas bestrafen, Sir. Manchmal lassen sie Dobby einfach weitermachen, Sir. Dobby belauschte auch die Pläne von Lucius Malfoy über die Wiedereröffnung der Kammer des Schreckens und fühlte sich Harry Potter auf irgendeine Art und Weise verpflichtet. Dobby war ein wenig besessen von Harry und betrachtete es als große Ehre, für ihn zu arbeiten. Daher war Dobby äußerst besorgt um Harry Potters Sicherheit, als die Kammer erneut eröffnet wurde. Er schmiedete einen Plan, um Harrys Post im Sommer abzufangen. Er dachte, dass wenn Harry Potter denken würde, seine Freunde hätten ihn vergessen, er möglicherweise nicht mehr zur Schule gehen wollen würde. Im selben Sommer besuchte er die Dursleys und warnte Harry vor dem Komplott, den sein Herr plante. Er wusste, dass er sich selbst schwer bestrafen müsste, denn er erklärte Harry, dass er nicht mehr zur Schule gehen könne. Und das war einerseits irgendwie Verrat an seinem Meister Lucius Malfoy. Dobby konnte ihm nicht offenbaren, dass er seinem Herrn nicht gehorchen wollte und dass er nicht zurückkehren konnte. Ich gehöre nicht hierher. Mein Platz ist in deiner Welt, in Hogwarts. Das ist der einzige Ort, an dem ich Freunde habe, sagte er verzweifelt. Dobby, der mit aller Macht verhindern wollte, dass Harry erneut zur Schule ging, ließ den Kuchen, den Harrys Tante gebacken hatte, durch die Luft wirbeln. Sei kein Spielverderber, mach es einfach, bat er Harry im besten Interesse des jungen Zauberers. Dann ließ er den Kuchen auf den Boden stürzen. Das führte nicht nur zu Ärger bei Harrys Tante und Onkel, sondern brachte auch das Zaubereiministerium auf den Plan. Harry wurde fälschlicherweise für die Verwendung von Magie verantwortlich gemacht, weil das Ministerium nicht identifizieren konnte, wer den Zauber gesprochen hatte. Es konnte lediglich den Ort feststellen, an dem die Magie benutzt wurde. Da Harry die einzige magisch begabte Person in der Straße war, ging das Ministerium davon aus, dass er der Verursacher war, obwohl dies gegen das Gesetz verstößt. Minderjährige Zauberer dürfen außerhalb der Schule keine Magie einsetzen. Dobby hoffte so, dass Harry deswegen von der Schule verwiesen werden würde, damit er nicht mehr dorthin gehen konnte. Jedoch erhielt Harry lediglich eine Verwarnung vom Ministerium. Dobby verfolgte einen anderen Plan, um Harry daran zu hindern, nach Hogwarts zurückzukehren. Er versuchte, den Bahnsteig zwischen Gleis 9¾ zu blockieren, sodass Harry den Zug nicht besteigen konnte. Er setzte Hindernisse ein, um sowohl Harry als auch Ron daran zu hindern, den Zug zu erreichen. Aber Dobbys Plan scheiterte erneut, denn Harry und Ron schafften es trotzdem, mit Arthur Weasleys fliegendem Auto zur Schule zu gelangen. Zuerst glaubte Dobby, dass sein Plan aufgegangen sei, doch später erfuhr er, dass Harry es dennoch geschafft hat. Dies schockierte ihn so sehr, dass er das Abendessen der Malfoys in Brand setzte, wofür er später schwer bestraft wurde. Dobby war so verzweifelt, Harry aus der Kammer zu retten, dass er den Klatscher in Harrys Quidditch-Spiel verzauberte, um sicherzustellen, dass der Klatscher nur Harry angriff, in der Hoffnung, ihn zu verletzen. Dies gelang ihm und Harrys Arm wurde gebrochen. Gilderoy Lockhart versuchte daraufhin, den gebrochenen Knochen zu reparieren.
Stattdessen ließ er alle Knochen in Harrys Arm verschwinden, weil er so ein schlechter Zauberer war, was bedeutet, dass die Knochen nicht mehr existent waren. Die Knochen waren einfach verschwunden. Harry wurde daraufhin in den Krankenflügel gebracht und musste dort über Nacht bleiben, während Madame Pomfrey seine Knochen in der Nacht nachwachsen ließ. In der gleichen Nacht tauchte Dobby auf und gestand Harry, dass er derjenige war, der den Eingang zu Bahnsteig 9¾ versperrt hatte und auch derjenige, der den Klatscher verhext hatte. Harry war so verärgert, dass er Dobby drohte. Dobby verschwand, sobald er Stimmen hörte. Dobbys Herr Lucius Malfoy bedrohte einige Hexen und Zauberer, um sie zu zwingen, ein Dokument zu unterzeichnen, das Dumbledore in Misskredit bringen sollte. Nachdem 12 Unterschriften gesammelt wurden, erfuhr Harry endlich, dass es sich um einen Teil von Voldemorts Seele handelte, der in einem Tagebuch eingeschlossen war und sich später als einer seiner Horcruxe herausstellte. Aber das erfuhr er erst später. Dieses Tagebuch hatte die Kammer des Schreckens erneut geöffnet. Harry beendete schließlich die Bedrohung. Dumbledore wurde erneut zum Schulleiter ernannt und Lucius versuchte, sich unbemerkt zu verdrücken. Malfoy brachte Dobby mit sich, was Harry sofort erkennen ließ, wer seine Herren waren. Dann fasste Harry einen Plan. Er zog einen seiner Schuhe aus, zog seine schmutzige, klebrige Socke heraus, stopfte sie in das Tagebuch hinein. Dann sagte er zu Mr. Malfoy: "Ich habe hier etwas für Sie." Er zwang die schmierige Socke in Malfoys Hände, der sie achtlos beiseite warf und sich dann Dobby zuwandte. "Ich hab gesagt, komm!" Aber Dobby bewegte sich nicht. Er hielt Harrys widerliche, klebrige Socke hoch und beachtete sie, als wäre sie ein unbezahlbarer Schatz. Lucius war wütend und ging auf Harry los, aber Dobby stellte sich schützend vor ihn und verteidigte ihn. Nachdem Dobby befreit war, suchte er nach bezahlbarer Arbeit, was für Hauselfen ungewöhnlich war, aber er hatte Schwierigkeiten, eine Stelle zu finden. Ein anderer Hauself, den Dobby kannte und der Winky hieß, erklärte ihm, dass die Freiheit nicht einfach sei. Schließlich fand Dobby Arbeit, als Albus Dumbledore ihn in den Küchen von Hogwarts einstellte, um mit den anderen Hauselfen zu arbeiten. Dobby forderte eine Gallione pro Woche und einen freien Tag im Monat. Dobby trägt die Socke, die Harry benutzt hatte, um ihn zu befreien, zusammen mit einer Sammlung anderer skurriler Kleidungsstücke, darunter ein Teewärmer, eine Pelzmütze, eine Krawatte, ein paar Kindershorts und noch eine Socke, die nicht zu der passt, die Harry ihm gegeben hatte. Dobby erwähnt, dass er vor seinem Gehalt ein Pullover erwerben möchte und Ron verspricht, ihm seinen jährlichen Weihnachtspullover zu schenken, den ihm seine Mutter jedes Jahr macht. Währenddessen, als die drei gegangen sind, fragte Dobby Harry vorsichtig, ob er ihn besuchen dürfe, und er strahlte, als Harry ein paar Monate später zustimmte. Am Weihnachtsmorgen besuchte Dobby Harry in seinem Schlafsaal. An Weihnachten feierte Dobby mit den anderen Hauselfen. Es war das Jahr, in dem Harry am trimagischen Turnier teilnahm und seine Aufgabe darin bestand, unter Wasser zu atmen. Harry hatte Schwierigkeiten herauszufinden, wie er das bewerkstelligen sollte, denn er musste eine lange Zeit unter Wasser atmen. In dieser Zeit belauschte Dobby ein Gespräch zwischen McGonagall und Moody, bei dem es darum ging, wie man längere Zeit unter Wasser atmen kann. Sie erwähnten dabei ein Kraut. Dobby brach in Snapes Büro ein, stahl eine Spindel von diesem Kraut und suchte in der Bibliothek nach Harry, der eingeschlafen war und immer noch nach einer Lösung suchte, um unter Wasser atmen zu können. Harry hatte nur noch 10 Minuten bis zur Aufgabe, als Dobby ihm das Kraut reichte und sagte, er solle es vor dem Tauchen unter Wasser essen. Dank Dobbys Hilfe meisterte Harry auch diese Aufgabe. Im nächsten Jahr gründete Harry einen Geheimclub, der aufgrund von Umbridges neuen Regeln als illegal galt und Dumbledores Armee genannt wurde. In diesem Club unterrichtete Harry alle in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Sie hatten aber Schwierigkeiten, einen geeigneten Ort für ihre Treffen zu finden, und so fragte Harry Dobby um Hilfe. Aufgeregt erzählte Dobby Harry, dass sie den Raum der Wünsche nutzen könnten, denselben Ort, an dem er Winky suchen würde, wenn sie getrunken hatte. Der Raum war einfach perfekt für ihre Bedürfnisse, da er sich immer wieder anpasst, je nach Gegebenheit. Als Sirius Black starb, hinterließ er Harry sein gesamtes Erbe, einschließlich des schwarz gekleideten Hauselfen der Familie Creature. Diesen setzte Harry in der Hogwarts-Küche ein, wo er Seite an Seite mit Dobby, Winky und den anderen Hauselfen arbeitete. Eines Nachts, während Harry im Krankenflügel war, wurde er Zeuge eines heftigen Streits zwischen Dobby und Creature auf dem Schulgelände. Harry weigerte sich zuzulassen, dass Creature ihn beleidigt und drohte ihm das Maul zu stopfen. Ron und Harry schlichteten den Streit und befahlen den beiden, nicht mehr gegeneinander anzugehen. Darüber hinaus beauftragte Harry sie, Draco Malfoy zu beobachten, da er den Verdacht hegte, dass Malfoy in einige der Vorfälle des Jahres verwickelt sein könnte. Die beiden führten Harrys Anweisung dann aus.
Als die beiden Harry Bericht über Malfoys Aktivitäten gaben, war Hermine empört über Harry, weil er sie so hart arbeiten ließ. Sie erzählten Harry, dass sie jetzt in den Raum der Wünsche gehen würden mit Leuten, die Wache hielten. Harry lobte Dobby für seine ausgezeichnete Arbeit und forderte ihn auf, sich auszuruhen. Währenddessen kehrten Harry, Ron und Hermine im siebten Jahr nicht nach Hogwarts zurück. Sie waren auf einer Mission, um Voldemorts Horcruxe zu finden und zu zerstören. Doch sie wurden leider gefangen genommen und nach Malfoy Manor gebracht, ein zu vertrauter Ort für Dobby. Bellatrix folterte Hermine, während Harry, Ron und einige andere, darunter Luna Lovegood, Ollivander und Griffook, in einer Zelle gefangen waren. Die Zelle war so konstruiert, dass weder Hexen noch Zauberer hinein oder heraus apparieren konnten. Harry suchte verzweifelt nach Hilfe, als er Hermine schreien hörte. Er blickte in ein Stück eines Zwei-Wege-Spiegels, den er von seinem Paten Sirius Black vor dessen Tod erhalten hatte. Aberforth hatte den Zwei-Wege-Spiegel in Empfang genommen und schickte Dobby zum Herrenhaus, da der Elf in der Lage war, in der Zelle zu agieren und zu verschwinden. Harry wies Dobby an, die anderen zu Bill Weasleys Haus in Shell Cottage zu bringen und dann zurück zu Malfoy Manor zu kommen. Harry und Ron begaben sich nach oben und starteten ein Duell mit Bellatrix, Greyback und einigen Schnappern. Bellatrix hielt dabei ein Messer an Hermines Kehle. Harry und Ron kämpften und sahen keine Möglichkeit, dieser gefährlichen Situation zu entkommen. Doch dann hörten sie ein knirschendes Geräusch von oben. Dobby ließ den Kronleuchter fallen, zwang Bellatrix, Hermine freizulassen und beendete den Kampf. Nachdem Bellatrix den Kampf verloren hatte, befahl sie ihrer Schwester Narcissa, Dobby zu töten. Doch bevor Narcissa reagieren konnte, wurde sie von Dobby entwaffnet. Dobby ist frei. Dobby ist gekommen, um Harry Potter und seine Freunde zu retten. Alle Guten verschwanden aus dem Herrenhaus der Malfoys, als Bellatrix ein Messer warf und sie verschwanden. Harry spürte, wie Dobbys Hand zuckte, als sie sich im Nichts auf dem Weg zum Shell Cottage drehten. Als sie schließlich ankamen, fragte Harry Dobby, ob sie am richtigen Ort seien. Dobby, der Elf, schwankte leicht und Sterne spiegelten sich in seinen großen, leuchtenden Augen wieder. Er und Harry schauten auf den silbernen Griff des Messers, der aus dem Elf Dobby herausragte. Harry beobachtete, wie Dobby keuchte und sich anstrengte, Worte zu formen. »Halte dich fest, Dobby, stirb nicht«, flüsterte Harry und sah in die Augen des Elfen. Seine Lippen zitterten, als er seine Freunde ansah. Und dann mit einem leisen Zittern wurde der Elf völlig still. Harry beschloss, seinem Freund die Ehre zu erweisen, indem er ihn auf nicht-magische Weise bestattete, anstatt Magie einzusetzen. Sie gruben ein Grab in dem Garten der Hütte. Dort legte Harry den zierlichen Körper des Elfen zur Ruhe und richtete ihn auf, als würde er friedlich schlafen. Luna sprach leise, »Es ist so unfair, dass du sterben musstest, obwohl du so gut und mutig warst.« Harry kämpfte darum, nicht in Tränen auszubrechen und verabschiedete sich von seinem treuen Freund. Seine Stimme zitterte, als er sprach. Schließlich hörte Harry auf, etwas auf Dobbys Grab zu meißeln und las die Inschrift auf dem Stein. Hier liegt Dobby, ein freier Elf. Und das war's mit diesem Video. Magst du Dobby in der Saga und findest du, er hat zu wenig Spielzeit in den Filmen bekommen? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn dir das Video gefallen hat. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.